Hallihallo! Heute geht's wieder weiter mit einer neuen Folge von Sembra TV. Es startet eine Folge über einen weiteren Mikronährstoff, das Vitamin B12. Wenn ihr auch wissen wollt, was es wirklich bei uns macht, wer es braucht, was es alles so tut, dann bleibt dran. Nun, Vitamin B12 kennen viele aus einem ganz bekannten Werbeslogan. Vitamin B12 ist unser Aktivator für unsere geistigen Stoffwechselprozesse, aber auch für unsere körperlichen. Wenn wir uns müde, abgeschlagen, Konzentrationsprobleme, all diese ganzen nervlichen Abgeschlagenheiten, sage ich jetzt einfach mal, wenn wir die verspüren, was oft im älteren, höheren Alter einfach vorkommt, dann fehlt uns oft Vitamin B12. Beziehungsweise wir können damit eine gewisse Aktivierung erfahren. Ja, das ist so der Porsche auf unserer Nervenleitbahn, das ist der Ferrari in unserem Gehirnstoffwechsel. Das macht einfach wieder mobiler, es macht irgendwie wacher, wir fühlen uns einfach wieder energetisch fitter. Wird oft als Kur auch genommen. Vitamin B12 ist der zentrale Botenstoff eigentlich in unseren Nerven. Wenn es uns nicht gut geht, wenn wir auch Kribbeln, Schmerzen irgendwie in den Fingern haben, dann ist Vitamin B12 angesagt. Vitamin B12 wird in der Leber gespeichert und bis wir da einen Mangel oft im Blutbild sehen können, kommt es teilweise wirklich schon zu neurologischen, also nervlichen Ausfallerscheinungen. Deswegen ist immer bei den Blutbildern so ein bisschen Vorsicht geboten und eine Vitamin B12-Kur schadet eigentlich, also schadet nicht. Vitamin B12 ist ganz massiv nicht bei den Menschen vorhanden, die kein Fleisch essen. Denn da ist eigentlich unsere Hauptbezugsquelle dieses Vitamins. Das heißt, Vegetarier sollten unbedingt Vitamin B12 regelmäßig und hochdosiert substituieren, damit es nicht zu Langzeitschäden und Nebenwirkungen kommt. Die zweite große Patientengruppe, denen das fehlt, sind die Protonenpumpen-Inhibitoren-Einnahme-Menschen. Das heißt, Omeprazole, Pantoprazole, Magensäure, Hämmer über einen längeren Zeitraum, raubt uns dieses Vitamin, weil das säureabhängig aufgenommen wird. Das heißt, wir haben normalerweise einen pH-Wert 0, 0 bis 1, sage ich jetzt einfach mal. Und dieses feine System unseres Stoffwechsels mit den Puffern, mit den aktiven Mechanismen, die wir irgendwie brauchen, sind halt abgestimmt auf diese pH-Werte und wenn wir den jetzt anheben, weil die Säure geblockt wird, der pH-Wert dadurch steigt, kann dieses Vitamin B12 nur, also viel weniger und unzureichend aufgenommen werden. Der aktive Faktor, den wir dafür brauchen, ist nicht da. Deswegen ist hier Vorsicht geboten, entweder ich nehme ein Präparat, das wirklich direkt über die Mundschleimhaut aufgenommen wird, in Tropfenform zum Beispiel, in kleinen Plättchen, die sich auflösen, weil sonst bringt es eben, oder ich muss eben etwas nehmen, wo ich diesen aktivierten Faktor drin habe. Denn wenn ich einfach nur eine Kapsel, sage ich jetzt mal, mit Vitamin B12 schlucke und trotzdem pH-Wert von 3 beispielsweise habe, wird es einfach auch nicht aufgenommen. Klingt logisch. Ja, das sind eigentlich die großen Vitamin B12 Räuber und einfach die, die viel, viel denken, viel, viel Stoffwechselaktivität haben, denen kann man nur immer mal wieder zu Vitamin B12 raten. Wenn ihr Fragen dazu habt, meldet euch bei uns, schreibt es in die Kommentare, schreibt uns eine E-Mail, kommt vorbei, wir sind alle hier und bis dahin macht's gut und bleibt neugierig.